Leute, da liegt die besondere Herausforderung, ein wichtiges Thema in ein paar wenigen Minuten zu packen. Wie wir merken, unsere Zeit ist ziemlich fortgeschritten. Aber es läuft so viel Wichtiges und Gutes und das wollen wir natürlich miteinander teilen. Doch jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Ich möchte meine Serie, die ich vor ein paar Wochen angefangen habe, über das Wahre, die Wahrheit, fortsetzen mit einem zweiten Teil. Und zwar möchte ich heute über wahre Großherzigkeit sprechen. Wir befinden uns in dem Buch des Propheten Malachi und viele von euch erinnert euch, dass er so circa 420 Jahre vor Christus schreibt. Das ist eine Zeit, wo der Nehemia gerade Jerusalem wieder aufgebaut hat oder ist noch mittendrin oder gegen Ende von seinem Dienst. Er hat die Mauer von Jerusalem aufgebaut und dann spricht Gott in dieser Zeit durch den Malachi, durch den Propheten. Und er bringt Sachen, die von Gott sind, von aus Gottes Herz und zeigt, dass offenbart ist das Volk Gottes Israel. Wir haben letztes Mal gesagt, dass Gott sagt, ich habe eine Last auf meinem Herz und ich möchte diese Last meinem Volk mitteilen, denn ich möchte, dass sie frei werden, weil diese Last auf meinem Herz ist eigentlich, was sie belastet, weil sie unfrei macht. Ja? Und er spricht einfach über diese Fehlumstände, die einfach dort herrschen in dieser Nation, in Israel. Die Menschen, die versuchen da Gott zu dienen, die machen ihre Zeremonien und religiöse Sachen und doch fehlt die Beziehung zu Gott, fehlt die Freude, die haben die Form, aber es fehlt total die Kraft. Und die Botschaft des Propheten ist, in einen Ruf zurück zu Gott zu kehren. Zurück zu der Wahranbetung. Im ersten Kapitel spricht er über Wahranbetung. Er offenbart, dass sie einfach schlechte Opfer bringen. Die versuchen, Gott dazu tricksen mit ihrem Opfer. Im zweiten Kapitel geht er richtig klar und krass in Abrechnung mit den damaligen Priestern und geistlichen Leitern, die das Volk nicht so geleitet haben, wie sie leiten sollten, mit Aufrichtigkeit, mit Demut, mit Dienstbereitschaft. Und dann im dritten Kapitel spricht er über Geben, über Großherzigkeit und spricht auch dieses große Thema des Gottesvertrauens. Wenn wir geben, wie wir heute gehört haben, ist es immer ein Vertrauensschritt. Und dazu gehört auch diesen göttlichen, ewigen Prinzip der Zehnten. Und ich möchte einfach über dieses herausfordernde Thema sprechen. Gott zeigt, ja, es liegt eine Last auf seinem Herzen, der Vater gehört Gottes. Und es ist nicht so, dass er sein Volk da irgendwie ausstoßen möchte. Nein, es ist nicht verärgert, aber er ist enttäuscht. Sein Vaterherz ist bedrückt über die Zustände und wie einfach sein Volk zu ihm steht. Lass uns zu dieser Bibelstelle kommen in Malachi Kapitel 3. Verse 8 bis 15. Malachi 3, 8 bis 15. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, wir berauben mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Heckopfer. Mit dem Flug seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten das Vollathaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüf mich doch, darin spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, damit euch der Weinstock in dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet das Lamm des Wohlgefallen sein, spricht der Herr, der Herrscher. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn, der Herrscher? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davor.
Zuallererst muss ich sagen, Gott spricht hier dieses Thema des Geldes nicht, weil er irgendwie unser Geld braucht oder er bankrott wäre oder unser Geld braucht, damit die Himmelökonomie und Wirtschaft funktioniert. Nein, definitiv nicht, denn alle Fülle kommt von Gott. Und ich spreche heute auch über dieses Thema, weil wir jetzt in einer Krise sind als Gemeinde. Wir sind dankbar, dass Gott uns wunderbar versorgt. Und das wollen wir auch später bei der Mitgliederversammlung auch euch zeigen und darlegen, wie treu Gott ist zu uns. Aber es ist ein wichtiges geistliches Thema, das auch viele von uns gefangen hält. Geld, wen dienen wir eigentlich? Wer steht eigentlich an erster Stelle? Wie sieht es aus mit unseren Prioritäten? Was ist eigentlich der Zehnte? Also der Zehnte ist ein ewiges göttliches Prinzip, das eingesetzt wurde, das mit diesem Verständnis zusammenhält, dass alles, was wir haben, sowieso Gott gehört. Unser Leben, jeden Atemzug, die Gesundheit, die Kraft, die wir haben, gehört sowieso Gott. Und Gott setzt es ein, um ja auch zu prüfen, ob wir wirklich vom Herzen ihm vertrauen. Matthäus 6,21 sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Bibel spricht sehr oft über Geld. Warum? Weil Gott geldgierig ist, absolut nicht. Er ist ja der Geber. Er ist der uns versorgt. Sondern weil das ein absolutes Schlüsselthema ist. Denn so viele sind gebunden an diesem Mammon, an diesem Götzen des Geldes und des Besitzes und sind einfach davon nicht frei. Und Gott möchte, dass wir frei sind. Gott möchte, dass wir auch falsche Erwartungen Gott gegenüber befreit werden. Der muss uns das geben und das geben. Wir haben dann die Liste und bringen das vor Gott und Gott wird uns nicht los. Dann bist du nicht treu und dann zweifeln wir an unsere Liebesbeziehung zu ihm und unsere Beziehung. Und Gott sagt, ich setze ein Prinzip, ein ewiges Prinzip. Und gebe euch heute die Möglichkeit, näher daran zu vertrauen. Und wenn wir wirklich denken, wenn Gott uns alles gibt, was sind eigentlich 10% um eine Abhängigkeit und Dankbarkeit von Gott auszudrücken. Und trotzdem tun wir uns so schwer. Die meisten Leute, die ich kenne, die großzügig sind, die großherzig sind, die geben, das sind Menschen auch, die auch am zufriedensten sind, die das Leben auch genießen können und wissen. Das sind auch Menschen, die ich erlebe, die auch diese extra Meile gehen und auch noch für sein Projekt wie jetzt von Francis einfach sagen, ja, ich gebe nochmal 10 oder nochmal 20, obwohl ich schon hier und da gehe, obwohl ich schon an Compassion spende oder an Flüchtlingshilfe und so weiter. Und oft als Pastor natürlich habe ich begegnet mit Menschen und dann kommt diese Frage, ja, wie ist bei euch, gibt es Mitgliedsbetrag und so weiter, was ist Pflicht? Nichts ist Pflicht bei uns, alles ist freiwillig, ah ja, okay. Und so, aber ich sage, es gibt Gott göttliche Prinzipien, die in dem Wort stehen. Und dann merke ich manchmal, da kommt man zu dem, da wird gleich einfach eine Wand. Ne? Und sagt, nein, ich möchte in dem Bereich Gott nicht reinlassen, Gott nicht vertrauen. Und leider erlebe ich solche Menschen auch als Menschen, die ständig sich über Geldmangel beklagen, obwohl sie eigentlich alles für sich behalten. Die nicht bereit sind zu geben, die unzufrieden sind und oft eigentlich sehr egoistisch und selbstzentriert. Und wenn wir ehrlich sind, niemand von uns hat gerne Gemeinschaft mit Menschen, die total egoistisch sind, die nur an sich denken. Das ist die Wahrheit. Keine Fülle, keine Freude im Leben, ist einfach traurig. Und ich glaube, das ist genau was das Herz Gottes so betrübt, auch in dieser Situation, weil sein eigenes Volk, das Volk, das er gerettet hat, aus Ägypten, aus der Sklavenschaft, wo er große Wunder getan hat, ist total egoistisch geworden und hat die Größe Gottes und die Güte Gottes vernachlässigt und verlassen. Das Wort Zehnte bedeutet einfach Zehntel oder 10%. Gott beschreibt es auch mit Erstfrucht, das alles, das Erste, was wir bekommen, geben wir zur Ehre Gottes. Gemäß 3. Mose 27,30 ist der Zehnte dem Herrn heilig. Das steht dort, und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume
gehör dem Herrn, denn er ist dem Herrn heilig. Und so weiter, das ist sehr eindeutig. Auch Paulus im Neuen Testament sagt, ermutigt die Gemeinden am ersten Tag der Woche, während des neuen Monats, eine Kollekte zu sammeln für Gott und mit ihren Gaben im Reich Gottes zu investieren. In 1. Korinther 16, 2 lesen wir das. Das bedeutet, an erster Stelle, bevor das Brot auf dem Tisch gelegt wird, bevor das Auto getankt wird, bevor die Freizeitaktivitäten gebucht werden, sollen wir mit unserem ersten Frucht Gott ehren und dienen. Und der Zehnte in der Bibel ist als sein Startpunkt, des Vertrauens zu Gott und der Großzügigkeit und Großgebigkeit. Ich weiß, komme zu meinem zweiten Punkt, ich werde sehr, sehr kurz das versuchen zu halten. Wird gleich gesagt, ja, was ist aber mit Alten und Neuen Testament? Wir sind ja im Neuen Testament, das Alte ist ja vorbei, gilt nicht mehr. Ich möchte hier nicht darüber streiten. Das Einzige, was ich weiß, ist, das Wort Gottes sagt, dass das ganze Wort dient zur Lehre und zur Auferbauung, zur Richtweisung für uns. Und manchmal, und ich möchte auch, dass wir uns Gedanken machen, warum sind wir bereit, die Tatsache anzuerkennen, dass viele andere alttestamentliche Gebote mit noch größerem Umfang im Neuen Testament sozusagen verstärkt oder auf einem höheren Level gebracht wurden von Jesus, aber nicht bei dem Geben, nicht bei dem Zehnten. Zum Beispiel, eine andere Sache, die wir manchmal oft vernachlässigen, ist der Schabbat. Diesen Tag, wo wir uns ausruhen sollen. Und natürlich sind wir nicht mehr verpflichtet, das genauso zu halten, wie jetzt das jüdische Volk das hält. Aber wir sollen das zu Ehre halten und das auch uns Gedanken machen, wo nehme ich in der Zeit, mal zur Ruhe zu kommen, auszuschalten. Oder bin ich der Workaholiker, der auch den ganzen Samstag und wenn es geht, auch Sonntag durchgeplant ist. Und da gibt es überhaupt keine Zeit für Beziehungen, für Familie, für Gott. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der hat gesagt, eigentlich hat das meine Ehe kaputt gemacht. Dass ich das total vernachlässigt habe. Dieser Tag der Ruhe, dieser Tag, wo ich mir Zeit nehme für Beziehungen und für Menschen. Einfach Mensch zu sein. Einfach da zu sein. Einfach zu sein. Das sind göttliche Prinzipien, die ewige Prinzipien sind. Und so sehr wir sie vernachlässigen, desto mehr werden wir durch die Konsequenzen davon auch leiden. Aber hier ein paar Beispiele. Im Alten Testament wurde uns gesagt, töte nicht. Im Neuen Testament wurde uns gesagt, hasse nicht mal. Hasse nicht. Das ist ein viel höherer Level. In das Alte Testament sagt, gib den Zehnten. Das Neue Testament sagt, freue dich über das Privileg, geben zu dürfen. Im Alten Testament sollten wir unseren Nächsten lieben. Im Neuen Testament sollen wir auch unsere Feinde lieben. Wow. Das ist ein ganz anderer Level. Und hier ist auch für mich das ein sehr wichtiger Punkt. Jesus selbst praktizierte das Zehntengeben und wie üblich im Neuen Testament brachte es zu einem neuen, höheren Level. Schau mal in Matthäus 23, was er sagt. Er redet hier zu den Pharisäern, der verurteilt sie, dass sie nur auf das achten, auf jeden Cent und das umdrehen 10-mal, bevor sie das Gott geben. Aber vergessen haben, Gerechtigkeit, Gnade und Glauben zu jubeln. Matthäus 23, 23. Wer euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und der Tier und den Kümmel und habt die wichtigsten Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wir sehen, Jesus gibt Zehnten, aber er gibt noch viel mehr, er gibt sein ganzes Leben, darauf alles. Durch Großzügigkeit und durch seine Freiwilligkeit von ganzem Herzen. Jesus erkannte die Wichtigkeit des Zehnten und des Gebens, das uns frei macht. So sollten wir das auch anerkennen. Und wie vieles anderes kommt Jesus nicht um das Gesetz abzuschaffen, sondern um das zu erfüllen, wie Matthäus 5, 16 steht. Ich könnte so viel mehr darüber sagen.
Aber ich glaube, Gott fordert uns heraus, eine ganz neue, positive Sicht zum Geben, zum Zehnten und zum Investieren im Reich Gottes und auch für die Armen und für die Nöte in dieser Welt. Dass wir das als Segen anstatt als Last oder als Fluch sehen. Meistens, wenn wir über Geben gehen, klingt das so negativ und das ist heute überhaupt nicht mein Ziel und ich hoffe, dass es auch so ankommt. Gott ist nicht ein rachsüchtiger kosmischer Wesen, der einfach wartet, um uns wieder zu bestrafen, wenn wir das oder das nicht entfüllen. Nein, nein und nochmals nein. Das ist nicht die Botschaft von Malachi. Den Zehnten und den Opfer vorzuenthalten ist nicht Gott, um sein Geld zu berauben, sondern es geht darum, Gott von der Gelegenheit zu berauben, uns nach seinem Maß zu segnen. Gott sagt, Vers 13, eure Worte sind anmaßend gegen mich. Ihr habt euch entschieden, dass ihr mir nicht vertraut, dass ich euch versorgen kann. Und das ist schon was Gewaltiges. Und das betrübt das Herz Gottes, weil er möchte uns versorgen und er möchte uns segnen. Und dann sagt er diesen Satz, mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Das sind richtig harte Worte, oder? Richtig, richtig harte Worte. Und jetzt fragen wir uns, wie ist das verflucht uns Gott wirklich, der lebende Vater, der lebende Gott? Ist das wirklich so? Wie stellen wir das überhaupt vor? Gott als sein strenger, kosmischer, galaktischer Wesen, der dann einfach oben steht und einfach guckt, dass wir irgendwo dann versagen und Fehler machen und das nicht machen und dann werden wir bestraft. Nein, nein, das sei fern. So ist unser Gott nicht. Dieser Fluch kommt nicht von Gott. Wir wissen, dass wir eine gefallene Welt leben, die leider durch den Sündenfall damals, durch den Feind, auch in Mitleid genommen wurde und diesen Fluch kam. Und wir sehen heute auch diese Auswirkungen von diesem Fluch. Harte Arbeit, schmerzvolle Geburten, Arbeitslosigkeit, Korruption, Naturkatastrophen, Krankheiten, Unfälle aller Art, Missbräuche. Diese Woche kam diese erschreckende Statistik, wie viele Kindermissbräuche in Deutschland gibt. Das ist wirklich, wirklich herzerreißend. Ich kann es nicht gern, dass es so schlimm ist. Und die graue und schwarze, die andere Statistik, die man gar nicht weiß. Alles Auswirkungen von dieser gefallenen Welt, von dieser Sünde, die über diese Welt herrscht. Und wenn wir uns entscheiden, gegen Gottes Prinzipien, ob es Finanzen ist, ob es Geben ist, ob es Ruhe ist und so weiter, nicht nach diesen Prinzipien zu leben, dann stellen wir uns unter der Herrschaft von dieser Welt. Da sind wir untertanen der natürlichen Welt und nicht der göttlichen, übernatürlichen Welt und die Naturgesetze. Da sind wir gezwungen, nach unserer eigenen Raffiniertheit zu leben, anstatt göttlicher Gunst. Und wenn wir ein für alle Mal dieses Konzept begreifen würden, wird unser Leben, Denken und Geben revolutionieren. Beim Geben geht es nicht um das Geld. Es geht um Vertrauen, um Gottes Vertrauen. Es geht darum, uns in die Hände Gottes, in der mächtigen Hände Gottes fallen zu lassen und zu begreifen, dass er uns versorgen wird, dass er uns durchtragen wird, dass sein Bund mit uns lebendig und wirksam ist. Zehnten geben oder geben überhaupt ist der einzige Bereich in der Bibel, wo Gott uns herausfordert, ihn darin zu prüfen. In Malachi 13 sagt, prüft mich doch, ob ich nicht treu werde, ob ich euch nicht versorge, ob ich nicht beschützen werde. Bei jeder anderen Sache sagt er, prüft nicht euren Gott. Stellt Gott nicht. Versucht nicht Gott. Das ist eine Sünde, aber in dem Bereich sagt Gott selber, prüft mich. Wow, ermutet uns zu, großherzig zu sein. Zehnten in Opfer, in Freigängigkeit. Und er gibt uns auch seinen Zuspruch. Er sagt, was er tun werde, wenn wir ihm vertrauen. Er sagt erstens,
Er wird uns überreichlich segnen. Er wird die Schleusen des Himmels öffnen und sein Segen ausgießen, bis es überfließt. Es wird nicht genug Platz geben, all diesen Segen zu fassen. Zweitens verspricht er uns, den Fresser zurechtzuweisen, damit unsere Ernte nicht beschädigt wird. Er sagt, kehrt zurück zu meinem Bund, kehrt zurück im Glauben und Vertrauen zu mir. Vertraue mir auch mit deinen Geldern, mit deinen Finanzen. Stelle mich an erste Stelle. Und dann werde ich den Fresser von deiner Familie zurechtweisen. Ich werde den Fresser von deinem Geschäft zurückweisen. Ich werde den Fresser von deinen Träumen, von deinen Beziehungen, von deiner Kreativität, von deiner Bestimmung zurechtweisen. Du wirst gesegnet im Land, du wirst gesegnet in der Stadt, du wirst gesegnet, wenn du aufstehst, du wirst gesegnet, wenn du dich hinsetzt. Gnade und Segen werden, wenn das eine ausläuft, der eine Segen, werde ich den nächsten schon ausgießen. Das ist der Gott, den wir dienen. Amen. Das ist der Gott, den ich erlebe. Hier muss ich eine wichtige Fußnote setzen. Das bedeutet nicht, dass wenn wir das Verlust wir jetzt das verdienen werden, die Liebe oder Gunst Gottes. Viele fallen in diese Falle. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht vom Leiden oder von Schwierigkeiten betroffen werden. Doch wir werden auch mittendrin in solchen Zeiten diesen Yahweh Jireh, Gott unser Versorger, erleben. Wir werden auch mittendrin in solchen Zeiten seinen Trost, seine Heilung, seine Wiederherstellung erleben. Und das ist auch ein Segen, dass wir mitten in den dunkelsten Teilen auch geschützt werden und auch getragen werden. Ich versuche zum Schluss zu kommen. Also ich bin dankbar, dass ich das als Kind damals lernen durfte von meinen Großeltern und meinen Eltern, dass ich diese geistliche Erbe damals schon wirklich geerbt habe. Das war wirklich ein Privileg. Und ihr wisst, ich komme aus Bulgarien, einem von den ärmsten, eigentlich das ärmste Land in der EU. Und ich hatte wirklich nicht viel. Und trotzdem war für sie geben und teilen und senden nie eine Frage. Ich habe mein Oberlehrer hat manchmal sogar einfach auf die Straße Altpapier gesammelt und hat das abgegeben und dann hat er ein paar Cent dafür bekommen und davon hat er auch Gott geehrt und gegeben. Das war schon beeindruckend. Und das hat mich wirklich geprägt und gesegnet. Und wir versuchen, auch mit unserem Vorbild, wir als Familie, auch unsere Leiter, ich bin dankbar für jeden unserer Leiter, da voranzugehen, Vorbilder zu sein, gute Vorbilder. Wir durften vor ein paar Monaten das auch erleben mit unserer Tochter. Ich habe dieses Zeugnis manchmal von euch hier gehört, als sie ihr sozusagen Geburtstagsgeld bekommen hat und sie war so stolz, dass sie jetzt so viel Geld hat. Und dann hat die Mama gesagt, ja, wie sieht's aus? Ich möchte so nicht Gott ehren. Und das war schwer natürlich, ne, das zu überwinden. Aber sie hat das gemacht. Und irgendwann hat sie auch gemerkt, wow, da ist Freude drin. Und die wollte unbedingt diese tolle Sportschuhe kaufen. Ne? Und dann wusste sie schon, wie viel das kostet. Das war echt teuer. Ne? Und dann geht sie, die Schuhe zu kaufen. Und die Schuhe sind 40% reduziert. Ja? Und am Ende, nachdem sie Gott gegeben hat, hatte sie 30% mehr Geld von ihrem Geld, als sie bevor eigentlich das Gott gegeben hat. Und das war natürlich gewaltig, auch eine schöne Erfahrung. Eine letzte Sache, wir geben regelmäßig und viele von uns, von euch auch, ihr seid noch nicht mal. Danke. danke, ich sage dir gleich. Und wenn natürlich am Ende dann Spendenbescheinigung und so kommt, natürlich reiht man das ein beim Finanzamt. Ich war dieses Jahr wieder einfach so dankbar und überwältigt. Das Finanzamt hat gesagt, du kriegst 100% deine Lohnsteuer wieder zurück. Ne? Das war natürlich auch ein satter Betrag. Natürlich ist das schön und ein Segen. Könnten wir es auch gut gebrauchen, genau in dem Moment, da unser Auto zu wechseln war und so weiter. Aber natürlich, was ich gemacht habe, ist, ich habe wieder Gott geehrt. Obwohl von diesem Geld eigentlich schon dezent entgegen wurde. Aber jetzt nochmal. Und Gott vermehrt das und Gott segnet das. Und es ist einfach so erfüllend, das zu erleben. Und ich ermutige mich, weil manche von euch haben es lieber, dass das Finanzamt das 100% alles behält, als Gott zu geben. Und
Es ist schade, dass es nicht was wir in Gottes, einfach Gottes Herz und Gottes Wort sehen. Und ich möchte zum Schluss kommen, Lobpreisteam kann noch kurz warten. Damals, in dieser Gesellschaft in Israel, das war natürlich eine landwirtschaftliche Zeit, ne? Landwirtschaftliche Zeitalter. Und die wussten, wenn es heißt, gib dein Erstfrucht, Frucht, dann bedeutet das auch Erstfrucht, ne? Zum Beispiel hier. Ne? Und ich mach mal so, sag mir mal, das ist Gottes Tisch. So, einen Moment. Hier ist Gottes Tisch. Das sieht man das so. Besser. Ja, und mein Tisch. Das, was ich habe. Ja, und eigentlich sollten wir zuerst alles hier leben, ja, an Gottes Tisch, weil alles endlich, was wir haben, kommt von Gott. Natürlich haben wir dafür gearbeitet, natürlich hat unser Arbeitgeber oder unser Geschäft das uns sozusagen versorgt, aber das ist sozusagen eigentlich von Gott, eigentlich muss ja alles von dort sein und dann hier übertragen werden. So viel Zeit habe ich jetzt nicht und Gott fängt an, jetzt uns zu segnen. Wir haben einen Apfel, zwei Äpfel, drei und so weiter. Und er segnet uns weiter. Und vier und fünf Äpfel. Und mein Tisch wird immer voller und voller. Sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und manchmal segnet sogar Gott im Überfluss. Und dann werden auch sogar die elfte Äpfel kommen. Ja? Das passiert auch. Ja? Das ist einfach irgendwo unerwartet. Und jetzt muss man natürlich sich entscheiden. Okay, ich bin gesegnet. Was mache ich? Und der menschliche Weg ist, was wir sehen, das heißt, behalte alles für dich. Schau, es kommen bestimmt schlechte Zeiten. Ne? Behalte alles für dich und kümmere dich um dich und so. Und dann versuchen wir irgendwie Gott zu überwisten. Das ist mein Rangermesser. Also, nicht, dass ich das rumtrage ständig. Ne? Und dann können wir mal, okay, wo kann ich ein bisschen abschneiden? Wo kann ich ein bisschen abschneiden? Und vielleicht noch ein bisschen mein Gewissen beruhigen. Und ja, der Franzi hat jetzt gefragt nach Spende und so, vielleicht kann ich so ein kleines Teil für dieses Projekt geben und so. Und ja, Weihnachten kommt wieder, Herz für Kinder, ja, können sich auch ein bisschen was spenden, ne? 5 oder 10 Euro und so. Und dann gucken wir mal, aber ich will doch alles behalten und das, man tut sich so richtig schwer, da was abzugeben. Und dann, Gott ist aber so treu und gut, er segnet uns weiter. Das hört ja nicht auf. Und geht's weiter. Eine Banane, zwei Bananen, drei, vier, fünf, sechs. Und weiter geht's. Oh ja, das ist aber ganz gut sogar, Martin, weil das ist genauso wie das ist im Leben auch. Manchmal überfließt das, ne? Manchmal denkt man uns, was denkt er, was redet er davon, ist er so reich? Nein, bin ich nicht, aber manchmal, wenn man denkt, wie sehr wir gesegnet sind, und da, okay, eigentlich habe ich schon viel, das sieht schon ganz gut aus, okay, dann kann ich ein bisschen was abgeben. Und so, das ist so der menschliche, wir haben ja alles verstanden, ne? Und was Gott aber sagt, wenn ich dich segne, ich nehme das kurz weg, wenn ich dich segne, das kann schon gleich nicht gehen, dann gib das vom Herzen, gib das mit Freude, weil ich will dich noch weiter segnen, ich will noch mit Tomaten segnen, 1, 2, 3, 4, 5 und weiter geht's. 6, 7, 8, 9 und 10 und so weiter, aber vertraust du mir eigentlich noch oder bist du jetzt schon selbstsicher? Du hast das alles im Griff. Bist du bereit? Bist du bereit, mir reinzugehen? Bist du es bereit, mit Freude zu tun? Und dann geht's weiter. Gibt's noch Karotten? Und dann auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und das überfließt und das ist auch okay so. Ist auch sicher, weil Gott hat es genauso gemeint, aber er sagt, ehre mich, vertraue mir. Dann geht's weiter. Gurke, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Aber ich möchte zuerst Gott vertrauen.
Und weiter geht's. Jetzt könnt ihr kommen. Und das ist noch nicht zu Ende. Und dann merke mir, was Gott meint, auch mit Überfließen. Ne? Also das hält nicht mehr. Es hält nicht mehr, wir werden ihn. Und er sagt, ich möchte dich segnen. Aber ich möchte, dass mein Herz zuerst bei mir ist. Dass mein Herz, dass dein Herz mir vertraut, dass ich dich versorgen möchte. Und ich möchte uns ermutigen, viele von uns wollen Großes mit Gott erleben. Wir möchten, dass Menschen gerettet werden in unsere Umgebung. Wir haben Familienmitglieder, Freunde, die leiden, die durch Schweres gehen oder die noch nicht Jesus kennen. Oder manche von uns brauchen auch Heilung für sich selber oder für jemanden in der Familie. Heilung von zerbrochenen Beziehungen. Und doch kam irgendwann vielleicht gesagt, okay, Gott kümmert sich sowieso nicht. Ich merke sein Wirken nicht. Ich sehe nicht, dass er mir hilft. Dann lasse ich das. Was bringt das? Hat auch Malachi gesagt. Was bringt das, Gott zu dienen? Was bringt das, in mich gehorsam zu sein? Bringt sowieso nichts. Dann haben wir unser Herz verhärtet. Und in Gnaden solche praktischen Sachen auch gesagt, okay, ich vertraue Gott da nicht, ich kümmere mich selber, ich habe selber im Griff. Und das sind so Sachen, die uns wirklich festhalten und gewunden halten, damit Gottes Wirken, damit auch diese Erweckung, die wir uns wünschen, für unser Land, damit das wirklich endlich ausbricht. Es ist nicht so, dass wir uns das verdienen. Es ist die Herzenshaltung, versteht man richtig? Gott braucht nicht diese Äpfel. Was am Ende Gott tut, wisst ihr, was Gott tut? Er sagt, okay, du hast mir Geld. Ich gebe dir sowieso alles zu. Das brauche ich sowieso gar nicht. Es kommt auch hier oben drauf. Irgendwie, vielleicht bekommst du keine Strafe. Oder ich habe schon so vieles erlebt, wo Gott einfach gnädig war, obwohl ich es eigentlich verdient hätte, irgendwie bestraft zu werden. Oder dass ich gerade im richtigen Moment noch auf die Bremse gedrückt habe, wo der Blitzer da war oder so. Das ist ja auch Gnade Gottes, ne? Manchmal das einfach noch zu, in den richtigen Moment noch runterzufahren und so. Und dann sagt das, ich habe sowieso alles. Es ist alles für dich, damit mein Reich gebaut wird. Damit Menschen gesegnet werden, damit wir solche Projekte machen können wie mit Franzi. Ich sagte, es ist viel besser und stärker, wenn wir das gemeinsam als Gemeinde machen. Natürlich, jeder Einzelne hat seine Verantwortung und darf geben, da wo Gott dich auch berührt, ne? Und deine Missionssphäre kommt und so. Aber wir tragen auch eine Verantwortung für unsere Stadt, für unser Haus, für unser geistliches Zuhause und das ist auch hier. Ich denke, wie jeder Familienvater oder Mutter muss man natürlich auch schauen, dass das Haus, wo man wohnt, wo man ernährt wird, versorgt wird. Und das geht in Vertrauen zu Gott. Ich bin so berührt von Menschen, die das erlebt haben, die das erleben, das praktizieren. Ich war neulich auf ein paar Geburtstage und in einem Geburtstag hat die Person gesagt, wir haben alles. Ich weiß nicht, was ich euch jetzt fragen sollte für Geschenke, aber ich möchte dieses Projekt unterstützen, für Eigensinn, für Kinder, die durch traumatische Erfahrungen gehen. Ich möchte, dass mein ganzes Geburtstagsgeschenk dafür gehen. Und ich glaube, wenn sowas kommt, das berührt wirklich das Herz Gottes. Und ich möchte ermutigen, wenn wir durchbrechen wollen, wenn wir diese Stadt auch beeinflussen möchten, mit Gottes Liebe, sollen wir frei sein. Wir sollen frei sein von jedem. Bindung zu Mama, Bindung an Geld, Bindung an Besitz und so weiter. Ich habe es heute zufällig kam in meiner Bibel lesen, nochmal die Frühgemeinde. Apostelgeschichte 2, 47, wo stand, die haben alles geteilt. Die sind einen über den Maß gegangen. Und wisst ihr, später, wir haben es neulich bei unserer Diakonie-Klasse gelesen und gelernt, wurde eigentlich diese Gemeinde aus Jerusalem richtig arm. Die waren arm, weil sie damals am Anfang alles gegeben haben. Das steht in der Bibel. Und was ist dann passiert? Dann sagt Paulus gerade das, was ich erwähnt habe. Er sagt zu den anderen Gemeinden, hey, da ist jemand in Jerusalem. Ich habe wirklich alles gegeben.
nicht so, dass sie dumm waren oder so. Die haben es vom Herzen gemacht und die haben da auch Herrlichkeit Gottes erlebt. Aber am Ende waren sie, standen sie menschlich gesehen, nicht gut da. Dann hat Paulus auch gerufen, die Gemeinde, die Christen. Jerusalem braucht unsere Hilfe. Die haben gesammelt jeden Morgen und haben diese Gemeinde in Jerusalem gesenkt und getragen. Gott lässt sich nicht schenken, er wird uns versorgen, so oder so. Ich erlebe es immer wieder. Und ich glaube, dass wir großzügige Gemeinde sind, großzügige Menschen sind. Wir als Gemeinde geben auch Zehnten zu unserem Verband, was unser Verband wiederum an die Mission und dann weltweit das weitergibt und so weiter. Aber wir wollen noch mehr tun. Und wie gesagt, diese Botschaft heute ist nicht, weil wir jetzt in Krise sind und unbedingt jetzt extra Geld brauchen. Nein, ich möchte einfach, dass wir frei sind. Dass wir uns nicht binden lassen von den Bindungen dieser Welt. Nicht ans Geld hängen. Das blockiert leider viel geistliche Segen, dass das Vater in Fülle für uns hat. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wollen einfach beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke, dass du gestern, heute und in aller Ewigkeit derselbe bist. Vater, ich danke dir für die wunderbare Wahrheit deines Wortes. Danke dir, dass du möchtest, dass dein Volk jetzt hier zur Ruhe kommt. In deine Ruhe kommt, in die Beziehung, aber dass da dein Mensch, dein Volk frei ist von Habgier, von Selbstzentriertheit, von Egoismus, Vater, von diesem Götzen des Mammons. Und ich bete jetzt einfach für deine Freiheit, dass deine Freiheit kommt in diesem Raum und zerbricht alles, was festhält, Herr, dass wir großzügige Menschen sind, freigebige Menschen sind, freigebige Gemeinde sind, die die Stadt segnen, die wirklich gerne gibt, Herr, und viel gibt, Herr, auch für die Armen, für die Benachteiligten, für dein Evangelium, für die Mission, Herr, Vater. Herr, es zählt, Herr, jeden Tag, Herr, denn wir leben, Herr, in entscheidenden Zeiten, Herr, und wir wollen uns nicht irgendwie mit Wohlstand für uns selber aufbauen, Herr, sondern wir wollen dir vertrauen, Herr, Vater. Ich bitte, Herr, dass du einfach kommst mit deinem saften Wirken, dass du in den Herzen sprichst. Ja, und auch Gedanken veränderst, wo Gedankenfestungen sind, wo Gebundenheit ist, wo Misstrauen ist, wo auch wirklich Götzendienst entstanden ist, Herr, durch Habgier. Vater, dass du zerbrichst den Namen, Herr, und dass du frei machst. Danke dir, guter Heiliger Geist, dass du uns liebst. Danke, Vater, dass du uns nie verdammst oder verurteilst, sondern du kommst mit deinem sanften, guten Heiligen Geist und du überführst uns in der Wahrheit, zu der Wahrheit und das setzt frei. Und da wollen wir dir vertrauen, dass du mit uns gehst, dass du uns versorgst. Du kennst auch diejenigen unter uns, die wirklich nicht viel haben, Herr. Bitte, dass du sehr mutig bist, deinem Kleinen, was sie haben, treu zu sein, denn du möchtest sie sehen. Du möchtest sehen, mehr anvertrauen, Herr. Du möchtest Durchbruch schenken. Bitte für Durchbrüche in der Arbeitsstelle, in der Arbeitswelt, Herr, dass Menschen hier in der Gemeinde bessere Arbeitsstelle bekommen, wo sie erfüllt sind, Herr, wo sie mit Freude Arbeit tun, Herr, wo sie gut versorgt sind, Herr, dass du neue Ausbildungsplätze, Herr, freisetzt im Namen, Herr, dass du aus Arbeitslosigkeit, Herr, freisetzt im Namen, Herr, danke, dass wir so gesegnet sind, Herr, und wir wollen dich ehren dafür, Herr, für unser Land und für das, was du hier tust, und wir wollen ein Segen sein. Wir wollen das nicht nur für uns behalten, Herr. Hilft uns, Herr. Hilft uns, großzügig zu sein. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam mit uns preisen. Amen.